Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir haben jetzt Jakenda eigentlich im Grunde beendet. Außer hinten haben wir noch ein, noch ein Kreuz quasi, das wir ausbuddeln dürfen. Und ich habe noch vor, eigentlich hier, die. Warte mal. Hä? Wo ist, welches Schwert habe ich noch? Das hier müsste ich eigentlich ausgerüstet haben. Ne, ich kann den hier schon. Rubinklinge, ja, kann ich. Das hier noch nicht. Ein Stärkepunkt zu wenig. Bleiben wir noch hierbei. Aber ich will noch ein bisschen hier in Jakenda bleiben. Wir müssen hier noch ein bisschen was erledigen. Also ich will die Banditen ausschalten. Und ich will die Warane hinten ausschalten, damit ich da endlich an die Dingens komme. Wieso habe ich mich nicht zum Canyon geportet? Wäre doch viel, viel schlauer gewesen. Aber ich will auch bei Dingens hier bei den jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe den Faden verloren, weil ich gerade hier noch eine Nachricht bekommen hatte, wo ich drauf geguckt hatte. Verdammt! Ah, ich bin echt gut verpeilt manchmal. Also genau in dem Moment jetzt vergessen. Haben wir eigentlich hier die Macht der Totenwächter? Verhodrung gab mir eine Steintafel, mit der ich das Eingangstor zum Tempel Adonis öffnen kann. Geistige Irrwege. Wieso sind die eigentlich nicht abgeschlossen, die Aufgaben? Ne, egal, die Banditen werden wir noch ausschalten. Wir sind auch, hoppala. Wir sind auch von Erfahrungspunkten eigentlich gut bestückt, sage ich jetzt mal. Aber ich will Greg Bescheid sagen, die Banditen machen ihm jetzt, beziehungsweise Raven macht ihm jetzt keine Probleme mehr. So. Kann er eigentlich unterrichte mich? Unterrichte mich. Nein, er war das nicht. Wer war denn das nochmal mit der Stärke hier? Wer war denn das? Nicht er, auch nicht Garrett. Brandon. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Stärke plus 5. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Warum können die nur bis 90? So, mit Greg wollte ich jetzt reden. Raven ist erledigt. Raven ist erledigt. Donnerwetter. Das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ja, nice. Ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Okay. Glaubst du wirklich, dass... Hab's nochmal 1000 Punkte. Das kann doch nicht wahr sein. Wie sieht's denn nicht, jetzt da hinten aus mit denen? Bin ich in der Lage, gegen die Warane da zu kämpfen? Ich hoffe doch. So, aber erstmal vielleicht ein bisschen heilen. Ja, komm. So. Dich will ich. Ich speichere vielleicht hier. Und lock den da an. Hä?
So, komm. Ja, komm. Nee, weg, 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 weg. So. Nee, noch nicht speichern. Erstmal Lebensenergie voll machen. So, und hier nochmal. So, dann kann ich jetzt speichern. Ich hoffe, ich schaffe das gegen den. Ja, komm. Ja? Ja. Okay, das ist aber auch eine etwas schwierigere Aufgabe. Mit denen, aber wir kriegen das hin. So, jetzt darf ich noch mal. So, noch mal. Wen von den beiden machen wir jetzt? Ich glaube, der macht zuerst Sinn. Ja, komm. Na komm. Der weicht mir aber auch zu viel aus. Diese Gattung. Nein! Okay, jetzt erst mal gestorben, aber den kriegen wir trotzdem hin. Das können wir trotzdem hinkriegen. Da sind auch normale Warane da hinten, also nicht nur hier, sondern auch da. So. Okay, das hat noch geklappt. So, machen wir wieder den hier. Und nochmal speichern, weil wir den jetzt auch noch erledigt haben. So, hinter mir war jetzt keiner. So, nochmal speichern. Und dann wollen wir los zu dem da. Gegen die anderen Warane kriegen wir das hin. Der ist jetzt unsere Schwere. Ja, komm. Okay, nice. So, dann können wir jetzt ganz normal die Tränke wieder benutzen. So. Und speichern. So. Ich wollte schon sagen, was? Dann treffe ich den einfach nicht. So, dann müssten jetzt eigentlich alle erledigt sein, ne? Und das ist jetzt das letzte Ding zum Ausgraben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Goldener Kompass, nice. Hier gibt sonst niemanden, ne? Eine Sichel. Und was gibt's denn in der Höhle? Hier gibt's eine Hacke auf jeden Fall.
Ich glaube, ich sehe da schon was. Ja, Zombies. Da ist ja noch einer. So. So. Ihr müsstet mehr sehen können als ich tatsächlich gerade. Für mich ist es sehr, sehr dunkel, weswegen ich auch auf den anderen Bildschirm gucken musste. So, Trank. Nichts zu holen. So, Gold. Hier liegt jede Menge Gold, rostige Axt. Was haben wir da? Ein Amulett. So, der hat nichts. Hier sind nochmal zwei Tränke. Und rostiger Zweihänder, perfekt. Da ist nichts zu holen. Okay, dann haben wir hier auch alles erledigt. Nice. Dann haben wir's. Für wen war jetzt der Kompass? Garretts Kompass. Okay, wer war nochmal Garrett? Wo finde ich den nochmal? Den muss ich jetzt suchen. Warte mal, gibt's hier noch was? Was haben wir denn hier? Statue von Belia. Ist hier hinter was? Nope. Das fand ich jetzt interessant, dass hier eine Belia-Statue ist. Versteckt. So, suchen wir Garrett. Für ihn war ja der Kompass, also der wird sich freuen. Dann haben wir hier auch nochmal Erfahrungspunkte. So, Bones. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So, Pirat. Garrett! Hier ist dein Kompass. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Meinst du mir? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist, weht hier ein anderer Wind. Okay. Glaubst du wirklich daran? Was für ein Gürtel haben wir bekommen? Das war keine große Sache. So, Schutz vor Waffen und Schutz vor Pfeilen. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte schon gerne etwas, was mehr Stärkebonus gibt. Aber okay, dann würde ich sagen, also, komm hier nicht so. Wir machen uns auf den Weg in Richtung hier Sumpfgebiet und schalten da dann nach und nach die Banditen aus, weil ich will erstens dessen Punkte haben und zweitens, die brauchen wir ja nicht mehr. Die sind ja nicht relevant und das sind eh die Bösen. Das sind die... Ja, das sind die... Die mich schon mal verraten hat. Zumindest ein Teil von denen. Taurus habe ich eigentlich auch an sich nicht verziehen. Deswegen will ich ihn eigentlich auch umhauen. Und ich will mal schauen, wie sehr das funktioniert mit dem Umhauen, Umlegen, alle... Ich speichere jetzt hier. Aber anstatt mich direkt dorthin zu beamen, ich laufe dahin. Und arbeite mich Stück für Stück vor. So, das wird dann auch ein interessanter Kampf. Ich frage mich, sind denn auch alle tötbar dort?
von den Banditen. Ich glaube schon, es gab ja mehrere Möglichkeiten, glaube ich, dahin zu kommen. So, ich speichere mal hier. Dass wir zur Not von hier aus direkt starten können, wenn wir drauf gehen sollten. Ja, wieso bleibe ich die ganze Zeit hier hängen? So, da haben wir schon den ersten. So, Sancho. Yo. So. Nehmen wir alles mit. So, seine Waffe nehme ich auch mal mit. Ne, Heiltränke waren oben. Wir haben auch so viele Dingens. Unkraut, Feldknöterich, Snapperkraut, Feuerwurzel. Warte mal, das gibt Mana-Bonus hier. Komm, wir essen mal die Heilpflanze. Wir haben so da viel zu viele von. Also nochmal 10. Haben wir jetzt. So. Ich speichere jetzt noch einmal. So, wir gehen jetzt da lang. Da gab es ja noch welche, die wir erledigt haben wollten. Hier ist noch Sumpfkraut und Heilpflanze. Perfekt. Yo. Nein, das war's für dich. Okay, das machen wir gleich anders. Versuchen wir mal nur einen anzulocken, aber wir können die umlegen. Wir können die alle umlegen. Alter, wieso kann ich nicht vernünftig da laufen an der Brücke? Warum ist da so eine scheiß Alpha-Wand? Ich mach dich fertig. Ja, kommt her. Okay, haben wir doch Schürhaken, grobes Schwert, Edgar, nehmen wir alles mit, Bandit, nehmen wir auch alles mit, hat doch nur geklappt. So, müssen wir wieder fressen, was hat Betty, benötigte Geschicklichkeit, Einhandwaffe, okay, Sturmknecht, aber Schaden 130, das ist die beste Waffe, die wir jetzt haben, okay. Rubinklinge. So, Sturmknecht, 200 Talent, Malus. So, ich muss jetzt aber nochmal Heiltränke nehmen. Warte, wir benutzen mal die hier. Heiltränke gehen immer klar. So, und nochmal so einen kleinen.
So, und nochmal speichern. Dann können wir jetzt zu den nächsten gehen. Und die ausschalten, beziehungsweise mal gucken. Also ich will die jetzt alle ausgeschaltet haben. So, gibt's hier noch jemanden? Jetzt bist du dran. Miguel? So, Nagelknüppel? Nichts zu plündern. Der hat nichts, okay. Gibt's hier sonst noch jemanden? Also die da drinnen werden mich wahrscheinlich nicht angreifen. Okay, hier gibt's sonst niemanden. So, wie sieht's bei denen aus? Okay, nichts Neues. Gut, sehen wir zu. Also, lass mir die mal ausschalten. Also den Rest auch noch. Also sonst haben wir ja alle schon erfüllt, was die angeht. So, ich würde hier jetzt nochmal speichern. Und dann reingehen. Also ein bisschen. Jetzt bist du dran. Okay, gut, die. Jo. So. Die hängen schon mal fest, finde ich super. So, das nehmen wir auch mal mit. Können wir ein paar Heiltränke nehmen. Und speichern nochmal. Okay, einmal schnell den hier. Und nochmal speichern. So, alles mitnehmen, was hier rumliegt. Nichts zu holen. So, wie sieht's aus? Der hängt da fest. Autsch. Hey. So, warte. Schmiedehammer. Nehme ich auch alles mit, was der hat. Und was der hat. Und das hier nochmal. Und nochmal speichern. So, gibt's hier noch mehr an Leuten, die ich umlegen kann, darf, wie auch immer. Bevor ich auf den nächsten hier losgehe. Okay, hier ist sonst keiner mehr, gut. Wir befreien das komplette Ding hier. Und er ist der nächste da. Ramon? Jetzt kannst du aufhören.
Fortuno? Fortuno? Wolfsklinge? Okay, Fortuno tut mir jetzt leid. So, wie viele Äpfel haben wir? 19 Äpfel. Egal. Fortuno ist auf mich losgegangen. Das, mit ihm tut mir jetzt echt leid. Oh, hier ist noch eine Truhe. Und noch ein Schlüssel. Lucia greift mich auch an. Das war's für dich, Junge. Okay, dass Lucia auch noch auf mich losgeht, das hat mich jetzt gewundert. So, Truhe. Nehmen wir alles mit. Speichere ich auch nochmal. So, vielleicht fange ich mal mit denen da an. Jetzt bist du dran. So, warte mal. Okay, es kommen viele jetzt. Bleib stehen, du Feigling! Alter, Lucia, was? Okay, das mit Lucia tut mir echt leid. Dass ich die umlegen muss. Da ist nichts zu holen. Morgenstern, okay. Leichte Ork-Axt. Wieso hat der eine leichte Ork-Axt? El Bastardo. Hoppala. Jetzt wollt. So, Huno. Morgenstern, Einhandwaffe. Einhandwaffe, Zweihandwaffe. El Bastardo. So. Magische Armbrust. Warum haben wir die nicht mehr ausgerüstet gehabt? So, ich würde hier jetzt aber eher sowas nehmen wollen. Und nochmal so. Zwei Stück. Und dann können wir jetzt nochmal speichern und dann gucken, dass wir den Rest hier mal aufschalten von denen. So, da vorne ist jetzt jemand. Jetzt bist du dran. Wo kommen die alle her? So, nochmal laden. Wo kommen jetzt wirklich, wo kommen die alle her? Ich fand das jetzt aber echt schade mit Fortuna und Lucia, dass wir die umlegen mussten. Hä? Ah, verdammt, da drinnen ist jemand mit einer Armbrust. Oder mit einem Bogen. Okay, wie machen wir das? Ich lock die mal alle erstmal an. Und
versuch die mal hier hin. Ja, renn so schnell du kannst. So. So, jetzt haben wir ihn. Erz hat er auch noch. Hä? Ich speichere vorsichtshalber, bevor ich jetzt aus Versehen nochmal drauf gehe. So, keine Ahnung, von wie der jetzt geschafft hat, zu mir zu kommen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt muss ich aber nochmal so ein paar Heiltränke nehmen. Und kann nochmal speichern. So, da drinnen war noch jemand, der auf mich schießt. Logan! So, nehmen wir alles mit. So, einmal den Trank speichern. Und drinnen nochmal gucken. So, Snuff, ich nehme alles, was du besitzt. Was bringt mir das jetzt am Kessel? Grobes Schwert. Meiner Meinung nach alles Verräter. Wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Auch alles mitnehmen. So, dann hier nochmal. Ach komm. Und nochmal speichern natürlich. So, dann dürfte nur noch der und Fisk da sein. Hier unten. So. Komm her, Fisk. Was hat der denn da für eine Keule? So, was war das denn für eine Keule, was der da hat? So, das nehmen wir auch noch mit. Hier dürfte jetzt keiner mehr übrig sein, ne? Speicher noch einmal. Mit Fortuna und Lucia tat mir das echt leid, dass ich die umlegen musste. So, wie sieht's jetzt hier aus? So, okay, Toros und der andere da. Jo. Okay, das wird schwieriger hier mit denen da oben. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wenn ich jetzt erstmal... Du wärst besser nicht mehr gekommen. So. So, Toros ist der Erste, okay.
So, noch ein... Das war's für dich. Nein! Komm! Oh, der Schwertkampf ist so beschissen, wenn man hier nur auf also nicht so schnell zum nächsten wechseln kann. So, ich versuche mal ein bisschen weiter wegzulocken. Dich kriege ich noch. So, nur Taurus will ich jetzt erstmal. Taurus? Ich mach dich. Ah, nein, das ist mir zu viel. Will doch nur Taurus. Dich kriege ich noch. Okay, das würde noch gehen. Nein, der andere kommt auch noch. Das hast du verdient, Mistkerl. Leck mich doch. Wie ich das denn hin? Das muss ich doch irgendwie hinkriegen. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ich krieg dich noch. So, du wärst jetzt besser nicht hierher gekommen. Komm, ich will nur den Taurus haben, ja? Nur Taurus. Dich kriege ich noch! Okay, grober Zweihänder. Und... warte. Okay, nice, das haben wir auch noch hingekriegt. Rumschwert. So, was haben wir hier? Magischer Bogen, Eschenbogen, Armbrust. Nochmal ein paar Heiltränke nehmen. Und Spiel speichern. Ja, das wird eine längere Folge, weil wir jetzt alle ausschalten hier. Jetzt stecke ich hier erstmal fest. Dann haben wir Taurus jetzt schon mal wieder besiegt, erledigt, ausgeschaltet. So. Oh, jetzt, okay, das war jetzt doch ein bisschen döver gelaufen. Na, wenigstens haben wir die hier unten besiegt. Ich speichere vielleicht mal lieber hier oben. So, kann ich den jetzt rauslocken? Der tut mir ja nichts, komischerweise. So.
So, okay, das hat geklappt. So, was kann ich jetzt stattdessen... Ich würde mal was essen wollen. Hier, Äpfel. Die geben gleich auch noch Lebensenergiebonus. Irgendwann zumindest. So, speichern. Wieder auf 1. Dann hauen wir den nächsten aufs Maul. Den, glaube ich, brauchen wir nicht. Aber da oben gibt es noch welche, die sofort hinter mir her sind. Ich mach dich fertig. Die Gardisten sind es, die sofort hinter mir her sind. So, komm. Ich bin froh, dass der nicht nachladen kann. Also. So, jetzt nochmal. Ah, plus ein Stärke sogar jetzt. Äpfel geben Stärke. Ich dachte, die geben Gesundheit. Da kann ich jetzt sogar das bessere Schwert hier nutzen. Nicht die Rubinklinge, sondern den hier. So, dann speichern wir jetzt mal. Dann haben wir... Warte mal, ich muss trotzdem noch ein bisschen was für die Gesundheit tun. Und jetzt speichern. Dann haben wir jetzt den... nächst besseren Schwert. So, grobe Kriegsaxt. Und da oben haben wir noch einen, den wir noch auseinandernehmen müssen. Den da. Erfahrung gab er sogar. Okay, heftig. So, wie sieht's aus? Heiltränke, hier nochmal. So, jetzt ist voll. Dann gehen wir mal da rein. In die Mine. Da oben ist was. Kann ich nicht hier hoch? Doch. Nein! Okay, erstmal. So, Scotty, du tust mir echt leid. So, edles Bastardschwert. Der hat nichts, okay. Grobes Kriegsding. Und hier nochmal Äpfel, nice. So, jetzt will ich aber hier hoch. Und hier, ah, okay. Amulett, nice. So, das heißt dann, einmal den. Speichern. Und rein da. So, Apfel, Brot, Schinken. Alles looten, was er hat. Fisch, Käse. Ah, verdammt. Jetzt haben wir's. Nice, nehmen wir alles mit. Die Milch nehmen wir mit, die Wurst nehmen wir mit.
Was für Verbindung zum Chat, hä? Was ist jetzt mit OBS los? Ich bin noch nicht mal live. Also warte, genau, jetzt nochmal speichern. Wir haben das ja geplündert. Und rein. So, ich glaube, Finn macht mehr Sinn. Hä? Warte mal, ich glaube, ich gehe mal. Jetzt häng ich. Hallo, ich. Warum hänge ich hier jetzt fest? So, die Steintafel nehme ich auch wieder mit. Kommt da noch jemand? So, seinen Degen nehmen wir mit. Ich finde es super, dass die alle so ein Abbild haben. Ich mach dich fertig. So, wer ist denn hier überhaupt alles? Ich glaube, ich würde erstmal hier unten anfangen. Den einen Dude, der hier runtergelaufen ist. Den da. Fangen wir mal mit ihm an. Ich mach dich fertig. So, die Axt nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. So, warte mal. Erst einmal hier die große. Ah, das wird wohl passen. Ich speichere momentan sehr viel. Aber es sind aber auch viele Gegner, muss man sagen. Was war das denn für ein Geräusch? So, Crimson. Okay, da kommen schon die nächsten. Bleib stehen! Ja, renn so schnell du kannst! Oh, hallo? Ich krieg dich noch! Okay, das sind schon ein bisschen viele hier. Alter, wo... Das waren jetzt sehr viele hier gerade. Ich glaube, ich muss die mal alle rauslocken. Das waren sehr viele. Ja, das wird aber auch die längste Folge jetzt, glaube ich, im gesamten Let's Play. Was war das jetzt? Warum auch immer so still? So. Ich muss die jetzt erstmal hier alle rauslocken. Also zumindest die, die funktionieren. So, wie Lena. So, sein Degen und sein Inventar muss ich auch nochmal leer machen.
So, nochmal speichern. Und den nächsten rauslocken. So, wo bleiben die? Finden die einen Weg hier hoch? Ich will zumindest schon mal ein paar haben. Okay, da kommen jetzt erstmal drei. Drei wird noch funktionieren, von dessen Kaliber. Aber dafür gehe ich erstmal hier raus. Da kommen sie. Hey. Das war doch nicht so schlau. Hat auch nicht so geklappt. Das fand ich jetzt aber auch ein bisschen doof. Das mit dem Laufen nicht. Also ich hätte die am liebsten immer alle vor mir. So, dass die aber erstmal auch so schlau sind, hier runter zu laufen. Also runter zu springen. Warum springen die runter? Warum gehen die nicht sofort da außen rum? Dessen KI ist wunderbar. Also, die KI ist wirklich wunderbar hier. Habe ich ein Bogen? Oder hier, wenn ich das nehme. Okay, das funktioniert. So, das kriege ich zumindest hin. Da haben wir noch einen Buddler. Kann ich den treffen wenigstens? Ja, das könnte funktionieren. Könnte ein bisschen dauern, aber es könnte funktionieren. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen bessere Armbrust-Skills. Na komm. Triff den doch! So, ich speichere nochmal. Und wechsle hier vielleicht mal auf die Waffe. Hier ist doch noch irgendwo einer. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Kleine Sense. So, alles mitnehmen, was der hat. Hoppala. Spitzhacke. Buddler. Wache.
So. Nichts zu holen. Der hat nichts, okay. Den Degen. Crimson hat nichts mehr. Der hat noch ein bisschen was. Wir hatten hier aber vorhin noch mehr gekillt gehabt, die hier rumliegen müssten. Nichts zu holen. Da. Okay, warte mal, dann, Alter, wie viele Waffen wollen wir sammeln? Ja. Die kann ich noch nicht machen, okay. So, wohl Stärke, wir sind schon mittlerweile so krass, was Stärke angeht. So, was wollten wir jetzt noch machen? Also, was Stärke angeht, können wir jetzt nochmal dann vielleicht diese Steintafel auch nochmal nutzen. So, dann haben wir... Komm, ich mache einmal den hier, weil wir waren schon sehr stark vom Leben her dezimiert worden. Dann gehen wir mal da lang. Achso, wir sind hier. Hier gab es keinen. So, dann wie sieht es im nächsten Gang aus? Gab es hier noch welche? Ne, hier waren die Sklaven, ne? Die ich befreit hatte. Weil ich Bloodrun geköpft hatte. Hier gibt es keine mehr. Habe ich jetzt alle ausgeschaltet? Das komplette Banditenlager? Alle hinüber? Alle weg? Alle tot? Sieht so aus. Ja, nice. Könnte hier immer noch Goldklumpen farmen, aber... Ja, optimal. Also, das war's dann hier. Keiner mehr übrig. Es tut mir jetzt nur um Fortuna und Lucia leid. Was wird Elbridge sagen, dass Lucia jetzt tot ist? Verdammt. Und ich glaube, sonst gab es hier nirgendwo mehr Banditen, oder? Wir können gehen. Wir sind hier fertig. So, Saturas. Adanos möge dich schützen. Ich würde jetzt noch, warte mal, wir gehen erstmal vielleicht pennen bis zum Morgen. Ja, bis zum nächsten Morgen und... Ich glaube, wir sind hier fertig, also... Hier kann nichts mehr sein. Glaube ich zumindest. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde tatsächlich. Heftig. Eine Stunde haben wir jetzt durchgesuchtet. Und ist quasi dann eine Special-Folge. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, wo wir wieder zurück nach Corinnes gehen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.